Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Animal Crossing New Horizons. Ich muss euch etwas zeigen, denn wenn wir mal den Münzen zum Glück folgen, dann sehen wir am Ende von den Münzen, jemand ist ausgezogen, und zwar der Lutz. Und Leute, ihr wisst, was das bedeutet. Es ist Party Time! Achso, und wir müssen einen neuen Bewohner suchen. Deswegen, Leute, kommt mit mir auf die erste Meileninsel. Und da sind wir auch schon auf der ersten Insel. Ich liebe diese Röhren. Finde ich gut, dass man damit jetzt auch auf die Meileninseln kann. Warte mal, warum war denn hier eine Flaschenpost? Es gibt Flaschenpost auf den Meileninseln? Für eine Akustikgitarre, die ich noch nicht kann? Ist nicht dein Ernst. Ist ja der Wahnsinn. So, ich habe mir mal angeguckt, was es so für Bewohner gibt in diesem Spiel. Und ich muss sagen, ich finde richtig viele Katzen richtig, richtig toll. Die sehen fast alle gut aus, außer so drei oder vier Stück. Deswegen, Katzen haben eine sehr, sehr hohe Chance bei mir, etwas zu werden. Da haben wir einen Vogel ohne Augen. Also er hat Augen, aber keine Pupillen. Der sieht ein bisschen gruselig aus. Pico. Ach, guck mal, wenn er erschrocken ist, dann hat er doch Augen. So ein Zufall. Bist du auch zum Überlebenstraining hier auf dieser Insel? Man nennt mich Pico. Oder auch gerne mal die Nummer 1. Und wie heißt du? Okay, ist ein sportlicher Typ. Dann juckt er mich nicht. Aber die Steine nehme ich trotzdem mit. Insgeheim hoffe ich ja ein bisschen, dass wir diesmal nicht so schnell einen guten Bewohner finden. Oh, wir haben eine kleine Maus. Weil letztes Mal, als ich einen neuen Bewohner gesucht hatte, da hatten wir beim ersten Mal schon richtig den geilen Typen. Irgendwie Lucius oder so? Lufois? Keine Ahnung. Irgendwie so hieß der. Und am zweites gleich den Ottokar. Das war richtig bescheuert. Und diesmal haben wir hier den Heinrich. Oh, deine Nase kenne ich, glaube ich, noch nicht. Heinrich heiße ich. Lustig, dass man sich gerade hier begegnet, wo immer wir hier sind. Ganz klar ist mir das nicht. Oh, er sagt Squeep. Das ist schon wieder knuffig, aber... bleib mir hier, ich will dich nicht. Viel Glück noch in deinem Leben. Er ist so pummelig, das ist süß und er hat eine coole Farbe mit seinem Türkis. Aber ja, Heinrich, wir sehen uns bestimmt irgendwann nochmal wieder, aber in diesem Leben oder auf dieser Suche bist du leider nicht mein Kandidat. I'm sorry. Ich habe übrigens insgesamt 30 Meilen-Tickets dabei, das heißt, ein bisschen was können wir uns hier angucken. Oh, ist das eine Special-Insel? Gibt es auf diesen Special-Inseln keine Leute? Das wäre ja richtig sad. Hallo, wohnt irgendjemand auf dieser Insel? Ich würde sie gehen. Lutz! Hier hat sich jetzt also hin verschlagen, ja? Auf eine Special-Insel. Das ist toll, Lutz. Das ist sehr, sehr toll. Hey, ho, da bist du ja wieder, Dizzy. Hi, kennst du mich noch? Ich bin Lutz, der gestern bei dir ausgezogen ist. Ja, ich kenne dich, Lutz. Wieso ist der denn hier? Wieso ist denn die dritte Person, die ich finde, die Person, die bei mir ausgezogen ist? Richtig bescheuert. Aber dann habt ihr den wenigstens auch nochmal gesehen. Das ist doch schön. Und einige werden jetzt bestimmt wieder rumfluchen. Oh, Dizzy, wie konntest du Lutz gehen? Also, Lutz ist so ein cooler Charakter. Ich weiß zum Beispiel, dass die Nicole den eigentlich sehr mag, aber ich fand ihn nicht so toll. Ah, und jetzt weiß ich auch, warum das so eine Special-Insel ist. In den ganzen Steinen hier ist einfach richtig viel Geld drin. Bisher hatten wir aber eigentlich richtig viel Glück. Also die ersten drei waren jetzt nicht so scheiße. Wen haben wir hier? Oh, du bist ja süß! Oh, Emily! Oh, ich hatte gar nicht damit gerechnet, jemanden auf dieser Tour zu treffen, Milli. Ich bin Emily. Oh, ist die süß! Holy shit! Oh Mann, diese Hamster sind ja richtig geil. Oh, ich bin richtig hin und her gerissen. Die ist ja richtig nett. Die Emily, Leute, die Emily. Sorry, Emily. Mein Herz schmerzt, dass ich dich hier alleine lassen muss. Aber ich muss andere Inseln besuchen. Oh, ich glaube, ich werde das bereuen, dass ich die Emily nicht mitgenommen habe. Die hatte so schönes Fell. Das hat so geleuchtet, so richtig gestrahlt. Oh, also wenn hier noch irgendjemand ist mit so weißem Fell. Ihn, Gockel. Ja, nee. Tschüss, ne? Oh, hallo, ich bin Rosa. Du scheinst auch ein bisschen offen zu sein wie ich, Zeni. Wir sind auf einer Wellenlänge, weißt du? Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Die mögen bestimmt auch einige. Also vor allem bei Mädchen kann ich mir das vorstellen. Weil sie pink ist oder was? Nee, einfach weil die ein Herz offen... Ja, ist auch schon wieder sexistisch. Ich halte ja schon bei der Klappe. Wir gehen wieder weg hier. Oh mein Gott, was kriegen wir für geile Charaktere? Jay wird die hundertprozentig lieben, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Jay die schon hat. Ihr müsst wissen, der Jay liebt Erdbeeren und die hat einfach eine Erdbeere als fucking Horn vorne dran. Was ist los mit ihr? Das ist so geil. Trarab, sagt sie, trarab. Oh, die ist voll nett und sieht witzig aus. Oh mein Gott, aber auch die muss ich hier lassen. Es passt einfach nicht in meine Insel, es tut mir so leid. Eine Katze, oh, eine Katze. Hä, die habe ich nicht mal gesehen.
Ich habe mir ja alle Katzen angeguckt und da war der, glaube ich, nicht dabei. Ist das ein neuer Charakter? Stefan. Oh, bist du auch hier, um zu testen, wie gut du dich außerhalb jeglicher Zivilisation durchschlagen kannst? Tja, jetzt ist wohl der Schwierigkeitsgrad gesunken, denn wir sind schon zu zweit. Witzig. Ist der neu? Leute, ist der neu? So ein komischer Wrestler? Ein Katzenwrestler? Auch mega cool. Was? Okay, jetzt kommen Scheißcharaktere. Holy crap. Jetzt hatten wir zweimal miteinander richtig die hässlichen Charaktere. Ich glaube, ich habe mein Glück jetzt verspielt als... Oh. Mein Silvester-Schornsteinfeger-Glück hat mich einfach verlassen. Oh, du siehst süß aus. Bist du ein Pinguin? Oh, ich liebe Pinguine. Hallo, was bist du für ein Pinguin? Oh, die sieht auch süß und nett aus. Und die hat auch wieder diese schöne Farbe. Ich liebe türkise Leute. Ich liebe sie. Die Svenja. Super, dass du hier bist. Ich bin Svenja. Kommst du auch von einer anderen Insel? Oh, das Imania, das ist ja der Wahnsinn. Das ist echt weit, nur um mit mir auf dieser coolen Insel abzuhängen. Ist leider vom Charaktertyp nicht meine Bandbreite. Also die scheint so eine Partymaus zu sein. Aber vom Design her finde ich sie auch sehr cool. Die will nicht tanzen. Okay. Dann tschüss, beep, beep. Beep, beep, I'm a sheep. I said, beep, beep, I'm a sheep. Die Elisa. Wieso kriegen wir so viele weibliche Charaktere? Ach, huch. Ich dachte, dass außer mir niemand diese Tour macht, Traröd. Ich bin Elisa und du? Ach, den Alltagsstress hinter sich zu lassen und hier einfach mal zu entspannen, das tut gut. Da hast du recht, Elisa. Dann noch viel Spaß. Ach man, ich mag aber diese Charaktere, die so ein weißes Fell haben. Das ist so nice. Vielleicht kannst du dich ja mit Emily zusammentun. Mit beide so wunderbares Fell. Und zusammen würden sie dann heller strahlen als jede Sonne. So Leute, wir haben noch 16. Also fast die Hälfte haben wir jetzt geschafft. Die sieht auch schon wieder richtig fresh aus. Aber die sieht ein bisschen altertümlich aus, ne? Ist die Larissa. Schnoink. Sie sagt Schnoink. Ja, ist mir zu lieb. Ist mir zu lieb, muss ich sagen. Kann es übrigens sein, dass ich jetzt vermehrt weibliche Charaktere bekomme, weil auf meiner Insel vermehrt männliche Charaktere sind? Oder ist das wirklich einfach Zufall? Alter, was ist das denn? Ist das ein Drache? Oh, würde er nicht so alt sein? Ich würde den mit... Das ist auch schon wieder ein Weibchen, oder? Also an dem Lippenstift denke ich zumindest, ist es ein Weibchen. Frederik. Frederik scheint ein bisschen weiblich veranlagt zu sein zumindest. Frederike wäre vielleicht besser. An sich finde ich Drachen ja mega cool oder so echsenartige Wesen, aber der guckt mir ein bisschen zu verschlafen und sieht für meinen Geschmack auch ein bisschen zu drüber aus. Wie so eine Track Queen of Wish bestellt ein bisschen. Okay, noch ein Elefanten. Moin. Benny. Ist eine tolle Insel hier, oder? Ja, super. Oh ja, guckt. Ich habe ihn voll falsch synchronisiert. Ah, nee, doch nicht. Guck mal, jetzt wie... Hä? Okay, der signalisiert mir ganz komische Vibes. Irgendwie. Erst guckt er so sautraurig und ein bisschen schüchtern. Und wenn er dann rumläuft, dann hat er voll den Smirky-Blick drauf. Ihm vertraue ich nicht. Lieber schnell weg hier. Ein Schaf. Oh, Schaf hatten wir auch noch nicht. Guten Tag, die Edith. Wieso kriegen wir so fucking viele weibliche Charaktere? Das ist doch kein Zufall mehr, oder? Oh, ich hätte ja noch nicht damit gerechnet, jemand auf dieser Tour zu treffen, lahm. Ja, nichts Besonderes, ne? Nicht schlimm, nicht cool, einfach Standard so. Ui, eine Bambusinsel. Da stehen die Chancen immer gut. Was Japanisches zu bekommen. Wir kriegen einen Hamster. Oh Mann, jetzt vermisse ich schon wieder Emily. Vergleicht mal den Reinhold mit der Emily. Die Emily war doch tausendmal geiler. Ja, toll, Reinhold. Miam, miam, sagst du, Reinhold. Alles klar, scheint ein Verfressener. Tu nix gut zu sein. Auch süß, aber nee. Da habe ich mich von einer Bambusinsel... Oh, aber mehr erwartet. Was bist du denn für ein Süßi? Oh mein Gott. Hi. Maren. Oh, hoch. Ich dachte, dass außer mir niemand diese Tour macht. Ich bin Maren und du? Aha, Dizzy. Ich liebe die Eichhörnchen. Ich hatte ja auch eine Zeit, wo ich 4 oder 5 Eichhörnchen auf meiner Insel hatte. Das war viel zu heftig. Ach, den Alltagsstress hinter sich zu lassen und hier einfach mal zu entspannen, das tut gut. Das hat ein anderer schon mal gesagt. Naja, egal. Und sie sagt, Yami, ich habe halt ein Favel für Eichhörnchen. Ich würde die auch locker wieder mitnehmen, aber ich möchte Diversität in meiner Insel. Auch wenn... Habe ich überhaupt noch ein Eichhörnchen? Doch, ein Eichhörnchen habe ich ja auch noch. Den Rudolf habe ich, glaube ich. Langsam wird es halt auch knapp mit Meilentickets. 8 Stück habe ich noch nach dieser Insel hier. Ein Tiger. Oh, ich habe mir überlegt, ob ich einen Tiger haben will, weil die halt auch schon ganz schön geil sind. Und ich glaube, ich habe noch keinen Tiger auf der Insel.
Obwohl, das ist ja eher... Warte mal, jetzt muss ich überlegen. Diese gepunkteten Dinger, das sind Jaguare, ne? Der Tim ist das. Man nennt mich Tim. Oder auch die Nummer 1. Genauso wie den ersten Typen, den du hier kennengelernt hast. Tja, deswegen passe ich wohl nicht auf deine Insel, hä? Na gut, dann geh halt wieder. Ja, das mache ich. Tschüss, Tim. Hast einen sehr schönen Namen, hast den Namen meines besten Freundes. Aber es kann nur einen Tim in meinem Leben geben. Einen weißen Tiger, den hätte ich mitgenommen. Okay. Wie siehst du denn aus, der Leon? Hey ho, bist du auch zufällig an dieser Insel hier vorbeigeschwommen und wolltest mal kurz verschnaufen? Ah, ich hätte ihn so gegen dir als Spruch gegeben, wenn der auf meine Insel gekommen wäre. Dreiviertel Stunde schon am Bewohner suchen und noch nichts Atemberaubendes gefunden? Schnoink, schnoink du dir doch selber ein. Emily oder wahlweise ein anderer toller Bewohner, wo bist du bloß? Ein Hase, der ein bisschen komisch guckt. Fuck, ich hab nicht mehr so viele Meilentickets. Hilfe! Oh, du? Ah nein, oh, wäre das ein männlicher Charakter. Ich würde das so abfeiern, wenn er dann die Haare so tragen würde. So ein bisschen emo-haft. Aber ich glaube, auch das ist wieder ein weiblicher, oder? Herrmann! Als, oh, das ist doch ein Mann. Hallo, Hallöchen. Hier jemand von meinem Format zu treffen, hättest du nicht erwartet, was? Man nennt mich Herrmann. Den größten Pferdsauer der Stadt. Oder Insel in diesem Fall. Okay, er ist zu sehr von sich überzeugt. Nee, finde ich nicht gut. Von Emos erwarte ich, dass sie ein bisschen devoter sind. Sorry, bye bye. Er hatte die Chance, aber er hat sie mit seinem Charakter einfach wieder kaputt gemacht. Noch ein Pferd. Okay, oder besser gesagt ein Zebra? Du bist eher ein Zebra, oder? Ah, oh, wie süß ist die denn? Ich weiß, das sage ich bei fast jedem Charakter irgendwie, aber die sah gerade wirklich süß aus. Hallo, schön dich zu treffen, ich bin Friedel. Und du bist also Dizzy? Cool, wirklich cool. Dann schauen wir doch mal, was wir hier so alles anstellen können. Nicht ja. Hä, ihre Augen, die hat so Knopfaugen. Aber irgendwie ist das auch ein Zebra, ja, ist schon ein Zebra. Zebras sind nicht im Gesicht gestreift, ist dem wirklich so? Oh, die finde ich süß und auch wieder ihre Ohren. Ihre Ohren sind wieder türkis. Oh, Friedel ist süß. I don't know, ich muss dich verlassen, Friedel. Ich glaube, Friedel kommt wirklich an Platz 2. Emily war Platz 1. Die hätte ich hundertprozentig mitnehmen sollen. Habe ich aber nicht, weil sie so früh kam. Richtig dumm. Und Friedel kommt auf Platz 2, weil die einfach solche Knopfaugen hatte. Die haben es mir angetan. Diese Knopfaugen. Wow. Nach dieser Insel habe ich nur noch ein einziges Meilenticket. Das wird doch schon wieder nix. Ah, eine Kuh. Ich will keine Kuh. Wollen wir mal mit einer Kuh reden? Ich weiß nicht. Oh nee, die sieht schon so aus, als wenn man nicht mit ihr reden will. Ach Leute, das war das letzte Meilenticket. Wenn auf dieser Insel jetzt nichts Gutes ist, dann weiß ich auch nicht, was dann passiert. Bitte irgendwas Tolles, was... Oh, es ist eine Maus. Die hat das japanische Kanji für Wald auf dem Shirt an. Der Samson. Aber ist auch hier, um zu testen, wie gut du dich außerhalb der gleichen Zivilisation durchschlagen kannst? Er redet mit geschlossenen Zähnen. Ja, kacke. Ich habe jetzt aber keine Meilentickets mehr. Wie lange hat man Zeit, um sich Bewohner zu suchen, Leute? Ziehen die nicht nach 1, 2, 3 Tagen wieder ein? Also irgendein Random Dude? Auf einen Random Dude hatte ich gar keinen Bock jetzt. Okay, ich druck mir noch 3 bis 5 Stück aus. Und wenn da dann aber auch keiner dabei ist, dann habe ich keine Lust mehr für heute. Hey, es ist eine Bambusinsel. Bitte mal was Cooles auf einer Okay, das ist ein... Oh nein, wieso guckt die so blöd? Warum guckst du so blöd? Franka. Wow, Mann, sie ist eigentlich cool, weil sehr bunt. So ein bisschen, als wenn ein Kind die gemalt hätte, nicht wahr? Aber sie guckt permanent nach oben. Warum guckt sie permanent nach oben? Bin ich zu picky, Leute? Ist das der Fluch des zu picky Seins? Hat er eine Windel an? Hat Kalle einfach eine Windel an? I don't know. Ich glaube, ich bin wirklich zu picky. Der ist nun wirklich cute. Wieso nehme ich ihn nicht mit? Dizzy, was tust du? Wieso gehst du von der Insel runter? What the fuck? Wieso hat die rote Augen? Ganz gruselig. So, allerletzte Insel. Und wir haben... Dämonenfrau. Ihr könnt es nicht mit der Dämonenfrau beenden lassen, Leute. Das geht einfach nicht. Eine noch. Eine. Das ist jetzt wirklich die allerletzte. Wenn auf der Insel jetzt irgendwas halbwegs Gutes ist, nehme ich's mit. Ja, ich weiß, Leute. Ich habe gesagt, das ist die letzte Insel. Aber hier unterm Baum lag einfach noch ein Meilenticket. Sorry, Leute. Aber das wäre jetzt einfach übelste Verschwendung, wenn ich dieses Meilenticket nicht nutzen würde, oder? Denkt doch mal an die Umwelt. Ach Leute, 80.000 Meilen, ja? Und 1,5 Stunden später der Suche, ist das jetzt wirklich die allerletzte Insel. Und wir kriegen einfach
Wie ist der? Irgendwas mit G. Den hatte ich schon auf der Insel. Das war einer meiner Anfangscharaktere. Mann, was machst du denn hier? Guido, ja, Guido. Mann, Guido, du kennst mich. Halt die Schnauze. Ah, warum? Ja, Leute, sorry. Ey, 80.000 Meilen für absolut gar nichts. Nothing. Ich hab nichts bekommen. Ich hätte einfach die Emily mitnehmen sollen. Ich fass es nicht.